Hallo. Bench machen muss. So, und du kommst auch mit. Die Fackeln kann ich hier lassen. Und diesen kleinen Unterschlupfbunker lassen wir auch mal hier. So, Kompass, in welche Richtung waren wir nochmal am gehen, dass wir nicht zurücklaufen? Okay. Wir gehen in Richtung Norden. Da hinten ist, glaube ich, ein Sumpf. Warte, haben wir jetzt schon das nächste Biom? Hier wechselt sich auch das Licht. Jo. Haben wir da jetzt gleich... Das sieht nach Sumpf. Nee, das sind glaube ich nur Bäume mit Lianen. Schade. Oder? Sieht mir stark irgendwie nach Sumpf aus. Ja, ein Sumpf. Ein Sumpf. Ich nehme mir jetzt auch ein paar Diadinit. Da brauche ich eigentlich meine Schere jetzt nicht mit kaputt machen. Da nehme ich mir mal gar nichts in der Hand. So, weil die tue ich dann bei unserem Zuckerrohrfeld tue ich die dann halt auf das Wasser, dass man da nicht immer reinfällt beim Ernten. Da kann man nämlich drauf laufen. Hier, so. Meine. Ich weiß auch nicht, wie viele wir da brauchen. Ich weiß nicht mehr, wie lang die Felder sind. Wir nehmen einfach mal ein paar mit. Man kann ja auch welche auf Reserve haben. Genug haben wir auf jeden Fall noch nicht. Sag mal, war das schon? Bitte nicht. Da ist noch einer. Ich glaube, dann wartet das schon bald. Ah, nee, da vorne sind noch ganz viele. Wollte schon sagen. Na, sind wir schon im zweiten Biom mit dieser Erkundungstour. Schön. Wenn wir so gut dran sind, dann gehe ich gleich auch direkt weiter. Sand werde ich mir dann, glaube ich, auf dem Rückweg mitnehmen. Wir werden natürlich schließlich genau diesen Weg zurücknehmen. Klatsch. 40 Stück haben wir. Ich glaube, ich mache 64 und dann gehen wir weiter. Ja, wir gehen weiter. Ich habe noch nicht wirklich Lust, zurück zum Häuschen zu gehen. Auch wenn ich nicht mehr wirklich der Hoffnung bin, einen Dschungel zu finden. Aber wenigstens noch ein Biom hätte ich gerne. Ah, gut. Die hier jetzt alle sind, die sollten dann reichen. Danke, danke. Danke, 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 danke. Oder reichen sie, reichen sie? Die Kakaofarm werden wir dann vielleicht auch eine automatische Erntemaschine machen. Ich habe doch schon eine Idee. Und zwar möchte ich das mit anhand von Pistons machen. Ich habe mir da was ausgedacht, wie man das machen könnte. Ich muss nur noch gucken, ob das auch funktioniert. Und ich bräuchte dafür erstmal... Nee, Quatsch. Slime bräuchte ich dafür nicht. Das ist ja nur für die klebrigen Pistons. So, zwei Stück bitte noch. Da, die nehme ich mir mit. Ach, ist nur eine. Da ist noch eine. Na, da sind zwei. Egal. Wir haben jetzt 64 Stück und nehmen unser Schwert in die Hand und gehen wieder in Richtung Norden. Von unserem Spawn aus in Richtung Norden. Schwimm doch schneller. So. Wollen wir mal sehen, wie groß das Sumpfbiom jetzt ist. Springt auf. Yeah. Hat sogar geklappt. Ja, das wird jetzt was länger dauern, hier durchzugehen, weil wir schließlich schwimmen müssen, glaube ich. Also, ich glaube, es wird länger dauern. Grüne Wolken. Zack. Ich guck
da dauernd auf den Kompass, dass ich mich nicht verlaufe, beziehungsweise irgendwo hinlaufe, wo ich gar nicht hin will. Weil, wenn man in eine Richtung läuft, finde ich mich auf jeden Fall besser zurecht. Hier war gerade, glaube ich, weil angeblich schon wieder eine Höhle unter uns. Ich gucke mich auch ein bisschen um, aber hier ist weit und breit im Moment nur Sumpf. So, jetzt rennen. Ist hier wieder ein tiefes Loch? Wow, wow. Da hätte ich jetzt fast einen Fehler gemacht. Nein, 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 nein. Gut. Ja, okay. Dschungelfündig werden wir aber, glaube ich, nicht mehr. Die Hoffnung kann ich mittlerweile aufgeben. Wahrscheinlich werden wir noch das Pech haben und ein Biom finden, was wir schon überhaupt hatten. Schneebiom ist das Einzige, was mir eigentlich gar nichts bringen würde. Das Holz brauche ich nicht. Schnee brauche ich nicht. Nö, eigentlich gar nichts von da. Ich würde mir natürlich was Holz mitnehmen, aber momentan brauche ich es halt nicht. Und warum ich die Sonne jetzt im Moment gar nicht sehen kann, ist, ich glaube, die ist wohl hinter den Wolken. Stirb! Ich renne zu viel, glaube ich. Aber wir haben ja vorhin zum Glück nicht viel Fleisch gekriegt, von daher. War jetzt nicht so schlau, den Kompass dafür wegzustecken. Ach ja, Schnee. Gut, aber ich werde mir Holz mitnehmen. Auch wenn ich es jetzt nicht zwingend brauche. So, Schnee werde ich mir nicht mitnehmen müssen. Lol. Lol. Und du noch. Und du noch. Komm mir vor wie in einer Survival Map gerade. Warte, was ist das denn? Das ist doch, ja, das Kies. War so, da so dunkel aus. Sieht immer noch so dunkel aus. Ja, okay, jetzt noch weiterlaufen brauchen wir, glaube ich, nicht. Oder? Oder? Nee. Ich hole mir hier jetzt und... Nee, doch. Sollte ich mir hier den Timber-Mod installieren, weil die Bäume sind zu hoch? Ist ein bisschen nervig, sich da jetzt immer hochbauen zu müssen. Ich glaube, das mache ich mal gerade eben. Geht dann halt einfach ein bisschen schneller. Also kurze Aufnahmepause. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe es in der privaten Welt von mir mal eben kurz ausprobiert und da hat es geklappt. Jetzt teste ich es nochmal kurz hier. Frames, beruhigt ihr euch? Danke. Jop, funktioniert. Gut. Weil sonst dauert das 10.000 Jahre, bis wir da mal oben sind. Das ist ja eigentlich auch nicht wirklich jetzt Cheating. Oh. Ja, wir wollten unser Inventar freilassen, um uns viel Zeug mitzunehmen. Ja, ich schmeiß jetzt mal kurz was in ein Loch. Du kannst weg. Leder nehme ich mit, die können jetzt weg. Die kann gerade mal weg. Nehme ich mit, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Mann, ich brauche das. Ja, das brauche ich auch. Mist, ich brauche das. Das kann ich mal kurz wegtun, die kann ich mal kurz wegtun. Das kann ich mal eben wegtun. Ja, dann sieht es auf jeden Fall schon besser aus. So. Ganz still und heimlich versteckt. Das Einzige, was an der Mod eigentlich ein bisschen, ja, schieden ist, ist, man kriegt an der Waffe, Waffe sage ich schon, an dem Werkzeug, halt nur Schaden für einen Block. Aber man kriegt einen ganzen Baum. Das finde ich ein bisschen blöde.
Aber sonst erleichtert das einfach nur das nervige dauernde Hochklettern, womit ich dann wieder 10 Jahre vergolden würde. Und es wird Nacht. So. Ich mache mir mal ganz kurz nur ein bisschen Holz, so. Auch wenn es jetzt gerade das frisch geholzte ist. Frisch geholztes Holz, ja. Ist ein richtiger Satz. So. 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 Zack. Nein. Zack. 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 Ich mache mir mal kurz den Ton lauter auf Ohren. So. Zack. 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 Komm. Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So. Ja, jetzt können wir schon wieder mit Erde anfangen. So, jetzt ist wieder Dunkelheit. So. Jetzt schlafen wir schön auf dem Kohleboden. Ist aber hoch genug, ne? Müsste. Schwert in die Hand erst. So. Dann hoffen wir mal, dass wir gut schlafen. Gut. Nichts, 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 nichts. Nichts, gut. Bett, dich nehme ich wieder mit. Fackeln kann ich hier lassen. Wie sieht das Holz ein? Ja, das so sieht das halt aus da hinten. Das sieht aber doch anders aus als das normale. Das ist doch so, oder nicht? Ja, kann ich jetzt gerade nicht testen, aber Fichtenholzbretter, das andere sind, glaube ich, Eichenholzbretter. Ich hoffe, ich mache das hier gerade nicht umsonst. Ich weiß das nicht, weil ich halt nicht sehr oft in einem Wüstenbiom bin. Schneebiom. Weil ich da eigentlich immer sofort weggehe, weil ich es nicht so sehr mag. Ist nicht so mein Ding. Und ich hoffe, man kann den Timbermod irgendwie rausmachen, ohne sofort die Minecraft-Jar wieder löschen zu müssen. Weil ich möchte... Ach, hier habe ich ja normales Holz. Gut, dann gucke ich das mal eben. Eichenholz verarbeitet sieht anders aus, ne? Sieht schon im Inventar anders aus, ja. War auch eigentlich klar. Ich stelle das mal kurz nebeneinander. Ja, 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 ja. Gut. Wie viel haben wir denn? Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt noch... Ach, so, den brauche ich eigentlich nicht. Wir machen jetzt noch... Mein Gott. Das letzte Stack voll. Und dann reicht das erstmal an Fichtenholz. Ja. Machen wir halt noch eins voll. Ist jetzt auch egal. So, damit wir unser Inventar nicht unnötig voll machen. Hallo Schaf. Ich brauche deine Wolle nicht, ich habe ein Bett. So, 4 Stück noch. Oh, passt ja genau. Nee, doch nicht. So, tschüss. Gut, dann haben wir jetzt so viel Holz. Mist, wir haben nicht mehr wirklich viel Platz für Sand. Scheiße. Wir haben 1, 2 Plätze für Sand, weil die Knochen möchte ich haben. Das brauche ich nicht.
Die Werkzeuge nehmen ein bisschen Platz weg gerade. Und das ganze Fleisch. Komm, den Apfel werde ich mal essen, wenn ich das nächste Mal Hunger habe. Dann werde ich mal kein Fleisch verspeisen. Ja, das ist nicht wirklich viel Platz für Sand. Aber die Wüste war so weit weg von unserem Haus ja auch nicht. Und jetzt, wo wir einen Kompass haben, finden wir die auch jederzeit wieder. 4 Stellen haben wir frei. Und wenn der Apfel weg ist, ja auch 5. Ich glaube, wir gehen mal zurück nach Hause. Machen. Ich denke immer, die Musik ist zu laut. Machen unsere Taschen voll mit Sand. Und werden uns später dann halt nochmal noch mehr holen an Sand. So, Schwert in die Hand. Eigentlich brauche ich jetzt nicht mehr Jagd auf Schweine machen, weil wir davon, glaube ich, genug haben. So, und jetzt in Richtung nach Hause. Ich glaube auch mit dem neuen Update zur 1.3.1er wurde die Minecraft-Sample-Liste erweitert oder die wird noch erweitert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich werde mir trotzdem irgendwann mal eine Playlist anschaffen. Eine eigene dann. Werde ich mir mal irgendwann zusammenstellen oder eine finden. Die Wolken sehen so schön aus. Ja, diese grauen nicht wirklich. Aber die weißen, die sehen echt toll aus. Ups, wir laufen falsch. So. Oh.